Sekunde, komme, geht gleich los. Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Das ist mal ein großes Paket, oder? Und das kam aus China. Und hier drin steckt der Millennium Falke, das UCS-Modell mit über 8000 Teilen. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam auspacken. Und wenn ich hier mal aufklappe und etwas kippe, seht ihr, meine Fresse, der große Karton ist packe voll mit Tüten. Und ich bete wirklich zu Gott, dass das eine Bauschrittnummerierung hat, das Ganze. Sonst werde ich wahnsinnig. Über 8000 Teile, das wohl größte Set, das ich je gebaut habe, bauen werde. Und schauen wir mal, Freunde. 200 Euro hat das Set hier gekostet. Original bei Lego. Wie viel kostet das bei Lego? 800 oder so. Der pure Wahnsinn. Ich werde jetzt erstmal schauen und, oh Gott, ich glaube, ich habe hier richtig Glück. Man kann es hier vielleicht sehen, ist etwas dunkel. Aber hier steht eine 11 drauf. Und hier steht eine 4 drauf. Und hier steht eine 8 drauf. Halleluja, wir haben eine Bauschrittnummerierung. Das ist super. Ich werde jetzt mal alle Tüten rausnehmen und dann sage ich euch mal, wie viele Tütchen wir insgesamt hier haben. Tja, und das sind die Teile, die drin waren, also die lose in der Kiste waren. Und dann haben wir noch 166 Tüten. Schaut euch den Wust hier an, Freunde. Meine Güte, das wird doch ein größeres Projekt, als ich dachte. Und ich bin wirklich mal gespannt, wo die hier dazugehören, die kleinen Teilchen. Die waren wirklich lose hier in dem großen Karton einfach mit drin, die Teile. Der kann jetzt auch mal zur Seite. Und also irgendwo werden sie schon dazugehören. Aber schaut euch das an, enorme 166 Tüten. Ich werde verrückt. Und was ist mir aufgefallen? So ein paar besondere Teile. Hier hinten zum Beispiel, das wird der Antrieb vom Millennium Falcon. Damit wird es wahrscheinlich ein paar Probleme geben. Habe ich schon gesehen bei einem anderen Kanal. Hallo Johnny. Und auf jeden Fall plane ich das auch zu beleuchten. Seid gespannt. Ich bin gespannt. Und dann habe ich hier noch mal was gesehen. Da haben wir, ja, das wird wahrscheinlich die Schüssel, die Radar-Deflektor, nee, Deflektor nicht, die Radarschüssel vom Falken sein. Hier irgendwo steckt auch noch eine eckige drin. Und da es ein UCS-Modell ist, haben wir hier noch den Aufsteller, wo dann der Sticker drauf kommt mit den Infos. Ansonsten konnte ich jetzt hier noch nicht wirklich Einzelteile ausmachen. Ich habe auch noch keine Minifiguren gesehen, aber die werden hier mit drin stecken. Und schaut euch mal, oh Gott, schaut euch mal die Bedienungsanleitung an. Das ist ein richtig fettes Buch. Und so sollen die 166 Tütchen hier zusammengebaut einmal aussehen. Der Starplan Ultimate Collector Series Millennium Falke von, hier drunter steht Leppin. Haben sie mit Gliedertoys überklebt. Ich bin heilfroh, dass das Ding durch den Zoll gekommen ist, problemlos. Übrigens Setnummer 05132 und dann schauen wir doch mal hier in die Anleitung rein. Ich muss es hinlegen, gerade einen Moment. Denn die ist echt schwer, die kann man so schon schwer halten. Und mal hier alles auf Seite, denn ich will mal sehen, ja, wie ist denn das Teil hier gedruckt? Allein die Anleitung ist ja schon riesig groß. Aber so vom Druck her, was ich da sehen kann, sieht das echt gut aus. Also sehr übersichtlich und ich denke, die Farben wird sich natürlich erst im Bau rausstellen, ob die alle gut unterscheidbar sind und ob die auch farbgetreu sind. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal das hier so anschaue, ja, ich denke, das sollte eigentlich funktionieren. Sieht ganz ordentlich aus auf den ersten Eindruck. Und irgendwo sollten noch hier, ja auch in dem teuren UCS-Set, noch Sticker dabei sein. Und die haben wir hier. Na, kommt mal her. Ich mache die direkt mal ab. Und wir schauen uns kurz mal hier die Sticker an. Da haben wir einmal hier das UCS-Schild Starplan Millennium Falke mit so ein paar Infos. Dann hier die Gänge im Millennium Falken, die dann innen drin aufgeklebt werden. Und so ein paar Einschusslöcher. Okay, schauen wir einfach mal.
Wie viele Seiten haben wir denn hier in dieser Aufbaubibel überhaupt drin? Wir haben ganz ordentliche 311 Seiten. So, Freunde, das ist die Anleitung. Also allein die wiegt ja bestimmt schon, keine Ahnung, 1,5 Kilo, würde ich sagen. Das sind die 166 Tütchen und tja, die werde ich jetzt erstmal nach Bauschritt sortieren und irgendwann dann mal loslegen. Seid gespannt, hier kommt noch der Bauschritt-Sortierungszeitraffer und bitte. Okay, das ist eine ganze Menge Material, Freunde. Wenn ihr den bauen wollt und ihr baut den hier von Leppin, besorgt euch genug Kartons oder irgendwas, wo ihr die ganzen Bauschritte reinsortieren könnt. Mir sind die Kartons ausgegangen, deswegen habe ich jetzt nur bis Bauschritt Nummer 12 mal vorsortiert, aber das soll ja auch erstmal reichen. Ich habe immer zwei Bauabschnitte hier rein. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, die sind hier in den Kisten jetzt drin und die restlichen Bauabschnitte 13 bis 17, tja, die liegen noch hier, die sortiere ich dann einfach später, wenn ich hier das verbaut habe. Und was mir noch aufgefallen ist, wir haben hier ein paar Tüten, tja, auf denen ist doch keine Nummerierung drauf. Also bei der hier ist es jetzt nicht tragisch, da sieht man ja direkt, was drin ist. Und hier Deflektorschüssel und so weiter, naja, geht auch noch. Und hier so eine kleine Tüte mit Kleinkrams, ja, vielleicht auch nur eine Ersatzteiltüte. Ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall, so sieht es aus, Freunde, wenn ihr den Millennium Falcon bauen wollt. Da ist eine ganze Menge Arbeit jetzt noch vor mir, aber ich freue mich drauf und werde euch das Ganze hier detailliert auf dem Kanal zeigen. Das wird eine richtige Videoserie. Ja, ich schlachte das aus hier für YouTube. Also Leute, wenn euch das interessiert, bleibt dran, abonniert und ihr werdet alle weiteren Bauabschnitte hier bei mir sehen. Ich werde die Bauabschnitte einzeln zeigen, im Detail und eventuell noch ein Review später machen und natürlich noch zeigen, ja, wie ich hier die Antriebssektion beleuchten werde. Von daher danke fürs Zusehen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Na los, willst du schon mal anfangen zu bauen? Hm? Kein Bock? Ja, zu viel Arbeit, gell? Das darf ich alles machen. Jo, setz dich. Genau. Möchten Sie noch was zu dem Projekt hier sagen? Hallo? Na gut. Ahem.